So, liebe Kinderchen, gebt fein Acht. Wir zelebrieren jetzt einen ganz speziellen Moment. In diesem erdbebensicheren und wahrscheinlich auch atombombenfesten Koffer befindet sich eine Legende. Ich bin total stolz, dass sie jetzt bei mir ist. Und sie hat einen Namen. Der Name ist Mathilda. Die Waltzing Ook. Da, 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 da. Ich glaube, daran muss ich mich erst ein bisschen gewöhnen. Yeah, baby! Ja, müsste ich wohl da drauf spielen. Bin sicherlich nicht der Erste, der drauf kommt. Ja, das ist Waltzing Mathilda. Sie hat eine Doppelseite. Tiefes und hohes G gleichzeitig. Das ist für die Leute, die keinen Bock haben, Seite zu wechseln oder zwei Ukulelen mit sich rumzuschleppen. Ich bin ganz ehrlich, ich selber weiß noch nicht so recht, wofür diese Seite gut ist. Aber ich werde das rausfinden. So, jetzt kommt euer Teil und der Teil ist ganz schön wichtig. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Hasen spielen soll. Also so zwei, drei Ideen habe ich schon. Vielleicht geht ja sowas irgendwie. Könnte man mal probieren, ne? Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Und dann picke ich mir eins davon raus und mache einen Song damit. Ja, ich habe übrigens noch einen Tipp für euch. Ganz wichtigen. Kauft euch niemals, niemals einen Koffer, der das Gewicht eurer Ukulele um ein Vielfaches übertrifft. Weil, dann merkt man gar nicht, wenn keine Ukulele drin ist. Ich spreche da aus Erfahrung.